1983. In den Spielwarenläden erscheint das MB-Brettspiel Turbo für die Zielgruppe von Kindern von 7 bis 14 Jahren. Fahren mit Höchstgeschwindigkeit zum Spielspaß, verspricht der Karton, nach dem Actionknüller von Sega. Was ist denn der Actionknüller von Sega? Das ist ein Spielautomat von 1981. In einer bestimmten Zeit sind möglichst viele andere Rennwagen zu überholen. Es geht um Kurven, es gibt einen legendär schnellen Krankenwagen und unter den verschiedenen wechselnden Landschaften einen vereisten Streckenabschnitt. Das ist wichtig. Wie sieht also das Brettspiel aus? Werfen wir einen Blick darauf. Zum Spielmaterial gehören zunächst das Spielbrett, das einen Rundkurs darstellt. Zum Würfeln diese Tachoeinheit mit zwei drehbaren Zeigern. Bunte Rennwagen für die 2 bis 4 Spieler, dann ein legendär schneller Krankenwagen, wie beim Automaten gesehen, und 16 weitere Rennwagen in neutraler Farbe. Die Spielanleitung ist im Inneren des Deckels abgedruckt. So sieht das Ganze aufgebaut aus. An der Start-Ziellinie stehen die bis zu 4 menschlichen Kontrahenten. Derjenige, der durch Würfeln zuerst den Parcours beendet, gewinnt das Spiel. Der Krankenwagen fährt außer Konkurrenz. Die Spuren in den Kurven sind durch gelbe Linien getrennt. Fahrzeuge dürfen nur nach außen über diese Linien gezogen werden, nie von außen nach innen. Diese Schikane darf nicht überfahren werden und sorgt für einen Engpass. Kurz vor dem Ziel gibt es einen vereisten Streckenabschnitt, der meistens spielentscheidend ist. Diese 16 Fahrzeuge sind unbewegliche Hindernisse. Wie gezogen wird, sehen wir hier am gelben Auto. Gezogen werden darf nur vorwärts, niemals seitlich oder rückwärts. Es wurde eine 1 und eine 6 gewürfelt. Mit einem dieser Werte muss Gelb zuerst sein eigenes Fahrzeug bewegen, mit dem anderen Wert ein anderes Fahrzeug, das heißt ein Mitspieler oder den Krankenwagen. In dieser Situation zieht Gelb zuerst seinen eigenen Wagen 6 Felder vor und schiebt dann den roten Konkurrenten mit der 1 auf die längere äußerste Kurvenbahn. Gleiche Stelle, andere Situation. Gelb kann nur ein Feld vorrücken, da der Weg blockiert ist. Hätte Gelb nur Werte höher als 1 gewürfelt, dürfte Gelb gar nicht ziehen und müsste stehen bleiben. Mit der 6 muss nun ein anderes Fahrzeug gezogen werden. Da der Krankenwagen außer Konkurrenz fährt, wird dieser gezogen. Und eine Besonderheit stellt der vereiste Streckenabschnitt dar. Hier dürfen die Fahrzeuge in alle Richtungen gezogen werden. Man kann sich jetzt schon vorstellen, was dies für den Spielverlauf bedeutet. Im Anschluss sehen wir ein aufgezeichnetes Spiel, bei welchem streng nach den Regeln gezogen wurde. Die Würfelreihenfolge ist blau, gelb, grün, rot. Los geht's! Und da ist der Start. Das Feld rast auf die erste Kurve zu. Dort wird rot von den Konkurrenten auf die äußerste Bahn gezogen. Die Sanitäter haben bald Feierabend und suchen das Weite. Der Krankenwagen bekommt alle hohen Zweitpunkte der Spieler und zieht davon. Dann wird rot wieder auf die äußerste Spur gezogen. Was für ein Pech. Aber dann, durch Würfelglück schafft es Rot zuerst in die Schikane. Das ist ein Riesenvorteil, denn die nachfolgenden Spieler können ihre Züge teils nicht durchführen, da sie blockiert sind. Rot zieht davon. Währenddessen wird der Krankenwagen auf der vereisten Fläche hin und her gezogen. Ihn durch das Ziel rasen zu lassen wäre unklug, da dann alle Zweitwürfe an die Konkurrenz vergeben werden müssten. Das Feld zieht sich etwas auseinander und Rot wird zuerst die vereiste Fläche erreichen. Gleich ist es soweit. Rot ist auf dem Eis und wird von der Konkurrenz immer wieder nach hinten geschoben. Die übrigen Spieler ziehen nach, jeder sabotiert jeden. Die Rangfolge wird auf der Eisfläche komplett durcheinander gewürfelt. Und Blau schafft es als erstes heraus. Blau geht aufs Ziel, Blau gewinnt, gefolgt von Gelb, Rot wird Dritter, trotz der langen vorherigen Führung. Na, wollen wir noch eine Partie wagen? Okay, ob man Turbo außer aus nostalgischen Gründen heute noch spielen würde, das scheint zumindest fraglich. Falls doch, dann sollten die Regeln für den vereisten Streckenabschnitt jedoch leicht modifiziert werden, zum Beispiel durch sichere Felder oder ähnliches. Sonst ist das wirklich reine Lotterie zum Schluss. Ja, vielen Dank für das Interesse.